Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play hier bei Marvel's Guardians of the Galaxy. Wir machen direkt mal weiter mit der Story. Okay, ich habe immer noch Zugangscodes von meinem und Groots Urlaub. Du meinst, als du gegangen bist? Warum musst du immer so... Flock! Aber hey, wir haben's. Ja, wir sind immer noch in Nowhere, aber wir haben schon Cosmo gefunden. Cosmo hat die Codes geändert. Aber wir müssen erstmal okay, immer noch Leute, die Kirche aufhalten. Suchen wir einen anderen Weg. Vielleicht okay, einen alternativen Weg, also. Das ist mir auch schon passiert. Mit diesen Wurstfingern? Kein Wunder. Diese geschickten Finger machen keine Fehler. Die Frage ist nur, Moment mal, das sieht irgendwie so ein bisschen sehr verdächtig aus. Nee, Moment mal, das kann man glaube ich nur Drax, wieso im Kampf du dir benutzen, nicht die oder? Auf, weil du ja. Ständig was zertrümmerst. Ich bin gut. Groot hat recht. Das hier ist eine sehr alte Bergbausiedlung. Ah, es guck war mal. Schon alles können wir nicht da durchquetschen? Nee. Zusammengeschossen hat. Ja, wo zum Teufel soll ich jetzt hin? Also, wo ist jetzt ein anderer Eingang? Ich weiß, ich dass bin wir Groot. Sind. Schuld sind die Flaknasen, die alles eingestampft haben. Kennst du irgendwelche Abkürzungen? Falls du es noch nicht bemerkt hast, die gesamte Geometrie dieses Orts ist im Flak. Kommt schon, macht mir was kaputt. Ich unterstütze den Plan des Kleinen. Ja, komm, dann machen wir kaputt. Komm, wir schießen da drauf. Wo zum Teufel? Moment. Was haben wir denn hier? Okay, Drax, ich muss sagen, dein Eingang. Oder dein Einsatz. Faszinierende Struktur. Das werde ich wohl bereuen. Aber wirbel bloß keinen Staub auf. Also, gestohlene Codes, Haftstrafe. Was genau habt du und Groot hier unten eigentlich gemacht? Wir haben einen Auftrag von einem Typen bei Mantlo angenommen, direkt bevor du reingekommen bist und Ärger gemacht hast. Woher sollte ich mich an die So-und-So-Riders erinnern? Wenn es ein Star-Lord-Song gewesen wäre, ja, aber so? Was zum Flak war das? Ein Erdbeben? Unwahrscheinlich, wir sind nicht auf der Erde. Was immer sie tun, ich vermute, sie haben jetzt die nächste Phase erreicht. Okay, hier ist wieder mal Schrott. Dankeschön. Aber hier ist erstmal nichts. Schade, kein Skin. Ich frage mich, ob die Kirche überhaupt weiß, was hier unten abgebaut wird. Sie steht auf der wertvollsten Ressource der Galaxie. Die konvertierten Bergleute werden sich erinnern. Das Ritual wird bestimmt bald beginnen. Ich bin Groot. Gute Frage, Kumpel. Woher wissen wir, dass wir etwas so Mächtiges überhaupt stoppen können? Weil wir die Wächter der Galaxie sind. Das ist wahrscheinlich eine Frage für die Käferlady. Leider hat sie uns im Stich gelassen. Raker hat gesagt, Nikki hätte Nowhere für das Ritual ausgewählt, oder? Ja, und es wird mir schwerfallen, das durchgehen zu lassen. Und das sieht sehr nach einem Kampf hier aus. Wächter von Galaxien. Ah, was habe ich denn gesagt? Willkommen zurück! Hey, wir haben eine Armee von Kirchenschergen zwischen uns und dem Cortex. Bist du dabei? Jetzt! Cosmo erobert Turm von uns für die Security zurück. Aber seine Welten verstecken sie. Ohne Turm ist Nowhere verloren. Welten auch. Alles klar. Sei da oben vorsichtig, Kumpel. Ja, befreie erstmal deine Welten. Deine süßen, süßen Welten. Jawoll! Endlich! Komm, mach ihn fertig, Gamora! Ist bestimmt kalt! Sprengsätze im Anzug! Leute, etwas Hilfe! Nein, nicht Gamora! Okay, hier geht's gut. Jetzt bin ich dran. Woo! Wolverine braucht Hilfe! Wolverine? Ich dachte Wolverine! Dieser schwebende Minentyp geht mir langsam auf den Geist! So, eingefroren. Oha! Komm, wir machen den jetzt hier alle! So, mein Einsatz! Ach komm schon, das war jetzt gemein! Das war genau mein Ding! Jetzt aber! Woo! Diese armen Kerle haben eine Gehirnpatrouille. Ekelhaft!
Das ist echt viel Hirnpulver. Ja, das Zeug macht Schlamm aus deiner Luftröhre. Sie nennen es graue Lunge. Zum Glück habe ich eine Maske. Die hilft dir nichts. Die Partikel sind so klein, dass sie bereits eindringen. Wahrscheinlich hast du die graue Lunge schon. Lungen sind immer grau. Und du weißt das. Ich hab's gesehen. Schon oft. Drax, okay. Kein Problem. Genau da. Fertig. Ja, für Drax ist das ja kein Problem. Für das ist ihn ein Nichts. Bei mir auch. Als hätte jemand Gummi geschmolzen. Lass mir bloß keiner was von dem Zeug in mein Schiff schleppen. Ich weiß, hier ist nur Schrott, aber trotzdem. Das war's mir wert. Ich wollte nur dieses Schrott. Okay, Drax, das kommt jetzt woanders hin. Und das kommt genau hier hin. Drax, hierüber, Beeilung! Ich mache so schnell wie nötig. Weißt du, ich hab dich nur verarscht, Quill. Wie bitte? Sowas wie eine graue Lunge gibt's gar nicht. Ja, ich weiß. Du bist voll drauf reingefallen. Graue Lunge. Och man, Rocket, ich hab dich vertraut. Oh ja. Du bist immer für einen Lacher gut, Quill. Moment mal. Ah, okay. Oh, und aua. Es ist eine Möglichkeit, Nowhere direkt in den Riss zu steuern. Zu riskant, falls Nikki hier ist. Du willst den besten Ort der Galaxie auslöschen? Auf keinen Fall. Oh Gott. Dieser Ort fällt praktisch auseinander. Möglicherweise sieht bald. Okay, hier haben wir eine Werkbank, aber ich glaube, wir können Moment erstmal nichts hier. Sie haben also alles stehen und liegen lassen, verbessern. Als wir den Cortex entdeckt hatten? Wenn du mit stehen und liegen lassen meinst, dass der Köter fuchsteufelswild wurde und alle verjagt hat, dann... Genau da. Das scheint impertinent für unsere Aufgabe zu sein. Ich will einen Überblick kriegen. Ausspähen. Hey, ich will ja ein bisschen auch hier erkunden, ne? Hier riecht's komisch. Das ist die Gehirn. Na, guck mal, Leute, hier ist wieder Schrott. Schön Schrott für mich. Metall und... keine Ahnung, was anderem. Biocrea. Was ist das? Das Ausscheidungsprodukt einer großen Kartoffelschnecke. An Schneckenpisse hatte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Sie ist unverwechselbar. Oh, Leben sind stärker geworden. So kann man es auch sagen. Die Aussage war korrekt. Aber sie hilft niemandem. Oh, was haben Sie dir nur angetan? Alles, okay, Rocket? Nein, nichts ist okay. Der Cortex. Nowhere. Was soll aus diesem Ort werden? Diese Müllhalde mit billigem Schnaps und fragwürdigen Units ist sowas wie mein Zuhause. Das ist nicht das erste Mal, dass Nowhere erobert werden soll und es wird nicht das letzte Mal sein. Wir haben immer noch Cosmo auf unserer Seite. Sobald wir mit der Kirche fertig sind, wird er den Laden hier aufräumen. Hoffentlich wird er dann nicht zu sauber. Danke, Quill. Wir werden auf jeden Fall Nowhere retten, mein Kumpel. Das verspreche ich dir. Okay, ist hier noch unten irgendwas? Aha. Nach einer Schlacht? Nur Schrott, kein Skin. Es kann warten. Da wäre noch eine Kleinigkeit zu berücksichtigen. Wie schalten wir den Cortex ab jetzt, wo er überladen ist? Naja, ein Ausschaltknopf wird das Ding sicher nicht haben. Besteht eine Chance, ihn zu hacken? Wir reden hier nicht über ein billiges Haushaltsgerät. Das ist der Continuum-Cortex verflagt. Eines der Mächte. Der Cortex ist nicht das Problem, sondern die Flark-Nasen, die ihn übernommen haben. Wenn wir sie ausschalten, ist der Cortex nur eine Maschine, bei der niemand am Steuer sitzt. Woher weißt du, dass es ein Steuer gibt? Ich habe kein Steuer gesehen. Es gibt kein Steuer. Aber ich will das Ding nicht zurücklassen, solange es mit dem Kirchenmist aufgeladen ist. Da kommen sie! Na, oh, war doch klar. Aber ganz einfach, man muss einfach nur einen Anführer täten und boom, hat man die gesamte Bande erledigt. Geiler Typ, Rocket. Vor allem ist es ja nur das Nova Corps, gegen die, die hier kämpfen. Komm, Rocket. Erobern wir Nowhere zurück. Ich bin Groot! Rocket! Wir haben überall Glaubenstag! Glaubenstag!
Jawohl, Gamora. Hoffentlich töte ihn. Gerade ein paar hässliche Niemand? Gamora ist einfach geil. Du, genau so. Zustand wacht er nicht mehr auf. Wir dürfen uns nicht ständig in Gefechte verwickeln lassen. Als ob wir eine Wahl hätten. Sie schießen, wir schießen. Hier drüben. Wir erklettern mal wieder Gehirne. Erst müssen wir über die Lücke darüber. Nur damit ihr es wisst, ich reserviere für hinterher schon mal die Dusche. Extra lang. Oh ja. Und diesmal gehe ich als erstes ins Badezimmer und nicht ihr. Mann, ich hoffe wirklich, dass Warlock es bis zur Ziellinie schafft. Ich bin Groot. Nein, Goldie zählt nicht auf uns. Für den sind wir nur ein Haufen Mist, der die schicken Stiefel schmutzig macht. Er hat gesehen, wozu wir in der Lage sind. Hauptsache, wir wissen, wozu wir in der Lage sind. Ich wollte schon sagen, wie kommen wir bitte schon darüber? Aber dann sehe ich einfach Rocket, der ist einfach hier. Dann sehe ich einfach die Klippe und die können wir einfach benutzen. Okay, ganz locker jetzt. Okay, und wenn wir Nikki haben, dann warten wir auf Warlock? Und die Käferlady. Unser Plan erfordert ziemlich viele Personen. Es würde mich nicht überraschen, wenn Warlock nach der Sache mit Raker uns findet. Bleibt immer noch Mantis. Bis dahin haben wir den Cortex. Es ist nur ein Katzensprung zurück nach Lamentis. Falls es Lamentis noch gibt. Oh Gott, ich sehe schon, die beten wie normal. Wow, 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 vorsichtig. Peter, würdest du uns die Ehre erweisen? Unbedingt. Dann passt mal auf. Überraschung! Überraschung? Oh, was? Das war jetzt eine fette Überraschung. So, ich wollte mal sagen. Wow, einfrieren. Ice Power. Zeigen wir diesen Kerlen, was die Wächter der Galaxie wirklich aufmacht. Wahrscheinlich haben sie unsere Visitenkarte nicht gesehen. Oh ja, ich liebe euch beiden. Drax und Gamora, richtig kriegerisch drauf. Vor allem Drax und Gamora. Wieder ein Versprechen gebrochen. Ist auch gut so. Oder eher nicht gut so, Drax. Oh, und oh Mann, ey, diese Scharfschützen. Die mir auch hier auf den Senkel. Rocket, entsichern und oh, Alter! Wir werfen damit Granaten! Der Flugzeug weicht meinen Schüssen aus! Bei so vielen Gegnern kann ich gar nicht verfehlen! Ihre Anzahl schüchtert mich nicht ein! So, der ist schon mal erledigt. Ja, ich wollte schon gerade sagen. Komm raus und stirb. Genauso, Drax. Rocket, ja, genau so. Ich auch. Okay, wir können wieder gleich Gruppe sammeln, aber das machen wir noch nicht. Das ist deine Chance, Gamora. Wie ein heißes Messer. Es bringt Erinnerungen an den Krieg zurück. Den habe ich zum Glück ausgesessen. So Leute, da bin ich wieder. Das Spiel hat sich auf einmal gehangen, also quasi hat sich selber abgestürzt. Warum? Keine Ahnung. Aber ich bin Gott sei Dank wieder hier. Wow, vorsichtig. Nee, komm, Gamora, mach ihn kaputt. Okay, wir können wieder eine Gruppe machen, aber nee, das machen wir noch nicht. Oh Mann, ihr Typen habt jetzt ein großes Problem. Komm, ist meiner. Woo! Wir müssen eine Notlandung für ihn einleiten. Ich bin Groot. Bei dem war mehr als nur das Gehirn im Eimer. Komm, die machen wir doch jetzt alle. Och, nö. Nein, nicht so einer. Ah. Rocket, ist sichern und los! Vergesst nicht, dass wir ein Team sind, Leute! Koordination! Gib den Befehl und ich vernichte deine Gegner! Ja, wir machen jetzt einen richtigen geilen Schaden. Das gefällt mir. Sobald wir drin sind, sehe ich auf Raker. Sei nicht
böse, wenn ich versehentlich ein paar Kugeln in der Dustnase versenke. Fühlt sich an, als würde ich schon Stunden auf diesen großen Bock schießen. Konzentrieren wir uns darauf, ihn runterzuholen. Jetzt bin ich dran. Ja, das gefällt dir, ne? Wir machen nicht alle. Keine Sorgen, Kumpel. Ich hab Spaß. Bremse sie aus. Oh, was war das denn gerade? Superpower! Das ist ein großer, böser Dreck. Jetzt bin ich dran. Woo! Erledigt. Jetzt beginnt die eigentliche Schlacht. Alle bereit? Kampfgesicht aufgesetzt? Ich habe nur ein Gesicht. Dann schalt es auf Kämpfen. Fertig. Was denkt ihr, Leute? Falls Goldie ihn noch nicht erledigt hat, habe ich noch eine Granate. Haltet Ausschau nach Nikki. Wenn wir sie diesen Irren abgenommen haben, suchen wir Warlock, Mantis und wer sonst noch fehlt. Okay, bevor wir weitermachen, ich will erstmal Groots Fähigkeiten noch weiter verbessern. So, Mammutaufgabe, das werden wir auf jeden Fall holen. So, sind noch hier welche Fähigkeiten? Rocket, komm, du brauchst auch noch Fähigkeiten. Gamora haben wir. Ach, Drax haben wir noch nicht. Jetzt hat er alle Fähigkeiten. Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch Rocket. Nee, nur noch Groot braucht ja seine Fähigkeit. Okay, alles klar. Auf geht's, meine lieben Freunde. Auf geht's. Bitte benutzt nicht das G-Wort. Wir werden sie nicht noch einmal verlieren. Wir werden sie retten. Wow, ziemlich krass. Krasser Scheiß. Was haben Sie mit dem Cortex gemacht? Nikki! Sie haben sie an ihre verflagte Maschine gefesselt und die Hand leitet die gesamte Glaubensenergie der Galaxie direkt hinein. Die Erfüllung hat begonnen. Wir müssen sie da rausholen. Aber wie? Die Hand lösen, dann ist die Energie weg. Ich zähle 4 Kabel. Ziehen wir sie raus. Okay, was zum Flag ist das denn jetzt? Also, ist Nikki jetzt eine Gefangene oder was geht denn hier vor sich? Erst verehren sie sie als Göttin und jetzt ist sie in so einer eine Gefangene? Ich bin sprachlos. Ich verstehe diese Kirche nicht. Och Mann, die machen mich hier echt gerade echt platt. So, Moment mal. So, ein bisschen geschlagen. Bam, bam, bam. Und rausziehen, 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 rausziehen. Okay, das Nummer 1 hätten wir. Verwirkt. Seht euch die Hand an. Okay. Eins weg, bleiben 3. Ah, halt. Gamora, erledige sie. Letzte Bestellung. Letzte Bestellung. Entfessle die Macht. Bam, 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 bam. Ja, das frage ich mich gerade auch, Gamora. Was hat Raker vor? Was jetzt, Peter? Komm, das schaffen wir. Das ist alles easy peasy. Bam, 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 bam. Ah, ich liebe irgendwie diesen Move. Halt. Nee. So, bam. Bam. Superschlag. Okay, nur noch ein. Nur noch ein. Dann haben wir sie. Ich bin Groot. Wie komme ich denn jetzt hier rüber? Dann nichts wie hin! Freunde? Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Okay, da kommen die. Ja. Ja, So, ich muss weiter. Nicht schlampig werden, wir können die Sache beenden. Ich
Ja, weil wir die Wächter der Galaxie sind. Das schaffen wir. So. Das ist jetzt hier das Letzte. Niki, wir retten dich. Oh, ich wollte mich verarschen. Ich brauche vielleicht etwas Hilfe. Alles klar, ich hab dich. Deine Hände weg von mir! Wieso musst du immer unbedingt alles ruinieren? Wenn du dich mir nicht anschließen willst, dann bleib weg! Darum wollte ich nie Kinder haben. Niki, das hier endet nicht so, wie du denkst. Wer sagt das? Du? Ich weiß, was du getan hast. Du solltest es dir ungeschehen wünschen. Ich spüre das Erstarken des Lichts in mir. Das Versprechen wird schon bald erfüllt sein. Hat sie noch nicht gemerkt, dass ihr Plan durchkreuzt wurde? Das hier? Ein unbedeutender Rückschlag. Hab ich nicht recht, großer Einiger? Der Cortex war lediglich dazu gedacht, eure Bürde zu lindern, Matriarchin. Wir ziehen uns zurück. Bitte, gebt mir einen Grund, ihn zu töten. Ist er das? Das erste göttliche Gefäß? Ein blasser Abglanz eurer Macht und Herrlichkeit, Matriarchin. Er soll mich tun sehen, was er nie vermochte. Wenn es sein soll, kann ich den Glauben über die gesamte Galaxie verbreiten. Wenn ihr glaubt, ihr könntet... Ich kann, was auch immer nötig ist. Niki. Verdammt! Die kommen nicht weit. Ich hab Goldie einen Tracker verpasst. Was? Ja, hab ihn getaggt auf der Brücke, falls er sich dünn macht. Wir müssen nur wieder zur Milano. Rocket, du bist der Beste. Der Tracker ist online. Goldie ist definitiv auf der verflagten Sacrosanct. Alle anschnallen, das wird ein heißer Ritt. Mist. Moment. Moment noch. Hab ihn. Alpha Herkules System in der Keystone Sterngruppe. Okay, Koordinaten gesetzt. Diesmal entwischen sie uns nicht. Ausschalten, ausschalten! Ja, verdammt, das Nova Corps! Das World Mind muss wohl... Oh, komm schon! Naja, wenigstens haben wir es versucht. Niki ist irgendwo da drin. Es muss einen Weg geben.
Ja, wir bezwingen sie mit unserer weit überlegenen Flotte. Nur haben wir keine, bedauerlicherweise. Kommt, Leute. Wir sind doch immer am besten, wenn uns die Optionen ausgehen. Einem von uns wird was einfallen. Drax! Du hast königliches Blut. Vielleicht sollte der Prinz von Spartax zurückkehren und sein Volk versammeln. Warst du in letzter Zeit mal auf Spartax? War ich nicht, aber die Spartoi-Technologie ist wesentlich... Spartax wurde im Krieg gerade wegen seiner Tech auseinandergepflückt. Da kann man nicht mal mehr landen. Rocket, irgendwas? Was ist mit den Ravagers? Du könntest um einen vorläufigen Waffenstillstand bitten. Yondu schmort gerade im Killen, dank mir. Wir könnten ihn rausholen. Rausholen aus dem Killen? Dann nehme ich es eher mit der Kirchenflotte auf. Ich könnte ihn rausholen. Gamora traue ich das zu. Das tue ich auch. Ja, ich auch, aber es nützt nichts. Die letzten Ravagers haben sich im Krieg zerstreut. Überlebende sind entweder untergetaucht oder sitzen auf irgendeinem Furzplaneten im Knast. Außerdem, was ist ein Pirat ohne Schiff? Groot, und bitte keine schlechten Ideen. Ich bin Groot. Das ist schon mal eine schlechte. Wir gehen nicht zu den Chitauri. Genau sowas brauchen wir. Nur nicht gerade jetzt. Diese Käfer würden uns in den Rücken schießen. Falls sie uns nicht in den Kopf schießen. Gamora, eine Idee? Hat die Erde vielleicht Helden, die uns helfen können? Die Jungs in Pyjamas? Mächtige Pyjamas. Glaub mir, bei denen ist noch eine Menge Luft nach oben. Wir brauchen jemanden mit einer Flotte. Moment. Wartet mal. Kann es sein, dass uns die Antwort schon die ganze Zeit vor der Nase herumsabbert? Peter Quill, dieses Tier kann kein Schiff steuern. Das meine ich auch gar nicht. Denk mal nach. Cammy hat keinen großen Nutzen für uns. Für die Kirche aber auch nicht. Die wollen Menschenhirne umpolen. Tiere haben die überhaupt nicht auf dem Schirm. Sie haben sich Cosmo geholt. Cosmos Verstand ist unserem weit überlegen. Seine Intelligenz macht ihn anfällig für das Versprechen. Genau wie bei Rocket. Danke. Aber ein Tier bin ich nicht. Leute, wir kennen eine Lady mit einer ganzen Armee von Tieren, die Raker jede Wette nicht auf dem Schirm hat. Wie können wir sicher sein, dass sie keine von ihnen ist? Ich bin Groot. Wächter der Galaxie! Nein, alles gut. Du weißt schon, dass sie uns häuten und dann ihre Babys verfüttern will? Leute, das ist er. Okay, unser letzter Strohhalm. Wir müssen uns irgendwie bei ihr entschuldigen und alles wieder gerade biegen. Lasst uns ihr ein Geschenk besorgen. Ein Friedensangebot. Ich gehe nicht nochmal in den Käfig. Nein, denk größer. Viel größer. Welche Bestie will sie? Mehr als jede andere? Drax weiß schon, von wem ich rede. Oh, ja. Oh nein. Das ist Drax Stichwort. Ihr wisst, wohin das führt. Nach Maklu 4. In den Kampf gegen den legendären Fin Fang Foom. Wir fliegen da jetzt einfach volle Kanne rein, oder? Es heißt, die Ringe von Maklu 4 lassen ununterbrochen Feuer auf die gottlosen Abscheulichkeiten herabregnen. Wie schön. Tja, ich bin sicher, es ist schlimmer, als es aussieht. Ist es. Viele meines Volkes hatten diese gefährliche Pilgerreise vor mir angetreten und kehrten nie zurück. Lark, haltet euch irgendwo fest! Angeber! Hey, wenn man's drauf hat... Lark! Lark! Okay, Leute, ich weiß, dass es jetzt gerade kein passendes
Päuschen für die Folge, aber dennoch muss ich jetzt wirklich die Folge beenden, weil sonst wird das ein bisschen zu lang. Aber ja, ich finde das irgendwie krass. Also Adam Warlock wurde tatsächlich besiegt von diesen Raker? Echt jetzt? Naja, und jetzt machen wir auf den Jagd nach einem Drachen. Krass. Einfach nur krass. Okay, ich hoffe dennoch, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da oder schreibt doch wenigstens was Nettes in den Kommentaren, denn das würde mich natürlich super duper mega freuen. Und das Ganze sehen wir erst, das Ganze in der nächsten Folge hier bei Marvel's Guardians of the Galaxy. Mach's gut, bis bald und haut rein. Tschüss.